Husser, weil muss ja und so. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, wo sind wir denn gerade? Schwimmen der Schwarzen. Ah, wir sind gerade hier. Wo geht's denn hier hin? Oh. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Was ist das denn da? Polarstern. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Wasserhahn? Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Okay, was das Schild ist größer als der Pol. Ja. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Haben wir einen Flammenwerfer? Ich glaub, plus, minus. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Okay, interessant. Mathematische Vorzeichen. Schnee. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Ich kann wetten, wenn wir weg sind, schmilzt das Ding. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Ja. Schlauch. Oh. Können wir jetzt den Wasserhahn benutzen? Mist, so viel. Nee. Okay, Nordpol. Das war's hier am Nordpol. Ich würde mal sagen, dann geht's weiter. Hier hin. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Dieselgenerator. Können wir kaputt machen? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Ja, warum haben wir diesen scheiß Zucker nicht mehr? Geht Eis? Die würden nur schmelzen. Ich frage mich eh, warum die so lange halten. Okay. Auspuff. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Ja, ist sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. Wo sind wir hier denn? Kaputter Sender. Nehmen wir einfach mal mit, ne? Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Sprechen wir mal mit Goal. Hey Goal, alles gut bei dir? Langweilig. Was schreiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Und Goal ist doch nicht Michael Kessler. Langweilig. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch wie die, im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Boah, Rufus kennt Fachbegriffe. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ist klar. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen?
Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Kenne ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay. Haben wir hier noch irgendwas sonst? Nein, hier bloß das Plateau, Funkmast. Ach, dann wollen wir mal. Ach, da kann er rauf. Aua. Nein, er kann da nicht rauf. Okay, aber ansonsten... Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Behältnisse mit Wasser füllen. Können wir den Schlauch an die Pumpe dran setzen? Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen oder meine Zähne putzen oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Okay, funktioniert nicht. Das muss jemand anderes reparieren. Ich kann mich ja schließlich nicht um alles kümmern. Okay, dann bringen wir den Sender mal zurück zu... Hallo? Ah, zurück zu Doc. So, Hallöchen, Doc. Hier hat meinen Sender. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Okay, wir müssen aber Steve wahrscheinlich erst als Blitzableiter verwenden, damit wir da hochklettern können. Na? Dann gucken wir uns mal das Radar an und... Ich würde mal sagen, auf zu Porto Fisco. Jetzt ist mir das Spiel abgeschmiert. Okay, da wären wir wieder. Mir ist jetzt gerade das Spiel abgeschmiert, als ich nach Porto Fisco wollte. Jetzt versuchen wir nochmal dahin zu kommen. Mal schauen. Zum Glück hat das Spiel gespeichert automatisch. Bevor wir dahin gefahren sind. Weil ansonsten hätte ich die ganze Scheiße jetzt nochmal spielen dürfen. Ach ja. Das ist also Porto Fisco. Die einstige Metropole am Rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Ach, da ist Goon. Aber mit dem sprechen wir gleich. Oh, ein Stromumkehrer. Er? Oder so ein Ding? Ah, nee, so ein Ding. Ich dachte jetzt, das ist er. Mit den Typen können wir... Nee, mit denen können wir nicht sprechen. Kutter... Brennen das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Können wir das Feuer irgendwie einfangen? Nein, geht irgendwie nicht. Ich muss sagen, wir sprechen mal mit Goon. Was stinkt hier so? Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenz. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach. Das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee. Och, bitte mach das nicht. Hey ho, Digga. Was geht ab in der Hood? Oh, oh,
Och, lass das bitte, ja? Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Trams zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber... Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Okay. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Aber ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen? So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn ja ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Oh, wir können ein bisschen Freestyle üben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove. Yeah! Er ist cool, beliebt und lässig, der Kick ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Styles bringt wie ein Hyperkick? Wer kommt krass und ganz weit rum? Er ist bald auf Elysium. Rufus. Yeah. Rufus. Bam, bam. Hey. Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Freestyler. Erfolg. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel.
Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht.